Appetit, ja. Ja. Naja, der wird da sicher ein bisschen was auf die Beine stellen können, sofern der Verband mitzieht. Mhm. Ist ja immer auch eine Frage, ob die Finanzen stimmen und die ganzen Bedingungen in Ordnung sind. So, jetzt hoffen wir mal, dass Jana Günther, die nächste Deutsche, gut über den nur 10 cm breiten Schwebebalken kommt. Jana Günther stammt aus Rostock, ist aber inzwischen beim KTC Bergisch Gladbach. 16 Jahre, sie war Zweite der deutschen Meisterschaften im Mehrkampf und sie turnte bei den Weltmeisterschaften im deutschen Team, das den 10. Platz belegte und sich damit für Olympia nächstes Jahr in Barcelona qualifizierte. Jana Günther, kennen Sie auch, Dagmar Kersten? Ja, mit ihr habe ich damals schon in Moskau zusammengeturnt, da war sie noch. Allerdings hatte sie da nicht so viel Wettkampferfahrung und fing gerade erst an, in die internationalen Wettkämpfe reinzuschnuppern. Was meinten Sie mit Moskau? Moskau News. Das ist damals ein großes Turnier. Ja. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr inzwischen. Ich weiß es nicht. Na, dafür haben Sie kein Geld mehr. Das ist eigentlich schade, weil es war ein angenehmes Turnier. Man muss natürlich damit rechnen, dass es möglicherweise im gesamten Bereich des Sports in der heute auseinanderbrechenden Sowjetunion eklatante Veränderungen geben wird. Möglicherweise wird gar kein Geld mehr zur Verfügung stehen und die einzelnen Republiken müssen das neu aufbauen. Wir werden das erleben. So, aber zurück zu Jana Günther. Bist du einigermaßen zufriedenstellend verlaufen? Ja, sie hat sehr gut getont und auch ihre Schwierigkeiten gut